vor den Toren der Stadt Osterburgs steht dieser Stein, der ein Zeichen setzt für das städtische Luch. Die Gegend hier ist ja die Wische und die Wische war ein ziemlich sumpfiges, feuchtes Areal, das in den 50ern, 60ern von der Jugend damals trockengelegt worden ist. Auch die Holländer waren hier, haben uns geholfen. Und die riesigen Feldflächen wurden durch Gräben durchzogen, in denen sich das Wasser ansammeln konnte. Das städtische Luch, in Moordammkulturen gelegt, 1894. Der Magistrat Hilliges. Meter in diese Richtung kommt man zur Stadtrandsiedlung und dann ist es noch mal ein Kilometerchen bis zur Stadt Osterburg. Den Fernsehturm in De Quede sieht man leider nicht. Der 184 Meter hohe Telespargel. 1956 bis 1959 erbaut und wurde kurz nach der Wende dann auf Automatik umgestellt. Ja, und in diese Richtung kann man auch weiter spazieren. Ich weiß es jetzt nicht so genau, ob man über Storbeck nach Flessau kommt. Einfach mal probieren.